Als ich gestern überlegt habe, dass ich heute das ganze fertig spiele, habe ich mir gar nicht bewusst gemacht, wie passend das ist. Heute nehme ich dann wohl den letzten Teil von Pokémon Günther auf. Und das am Tag, an dem die Walross Edition 3 beginnen wird. Aber bevor wir in den... Bevor wir in den Kampf gegen Fragezeichen gehen, fragt euch nicht, wie ich das gefunden habe. Aber wer sich nochmal den Text anhören will, der am Anfang dieser Szene hier gespielt hat, läuft unten vorbei, man kann ja eh überall laufen hier, läuft dann hier lang und dann steht hier noch ein Shiggy. Und dann sieht man genau den Text nochmal. Ich habe ein Easter Egg gefunden. Easy. Und zwar hatten wir wirklich alles von dem Dialog. Sogar das hier, Fortsetzung folgt jetzt auch. Okay, was tust du? Ja, ich will das Ende hören. So, dann ist es jetzt Zeit. Der Kampf gegen Fragezeichen, man. Und von dem Typen her, ich könnte natürlich jetzt ganz lame sein, auf Chatrine gehen. Aber ich nehme mein niedrigst geleveltes Pokémon. Mit Luxio. Gerade mal auf 15. Sollte er nicht so gut klarkommen, habe ich ja immer noch was in der Hinterhand. Und jetzt los geht's. Möge dieser Kampf der letzte sein. Ich hoffe langsam auch, das zieht sich ein bisschen sehr. Fragezeichen Man und Günther. Oh nein, das ist nicht, was ich denke. Das ist nicht, was ich denke. Günther. Die Musik ist eine Medley, die Fragezeichen Man erstellt hat. Das ist Endboss von Portale übrigens. Finde ich sau den geilen Track. Und dieser Teil ist so, das Problem ist, die Medley hat kein normales Thema, sondern ist wirklich alles Mögliche. Aber Günther hat offensichtlich keine Chance und ich hoffe gerade so, 6 Pokémon. Ich hoffe gerade so, kommt jetzt Fragezeichen mal erstmal? Level up. Ihr merkt, die Musik bricht halt relativ plötzlich auf immer. Ja, direkt Fragezeichen dann hinterher. Selbes Level wie Günther. Nur tanken. Oh, Crit! Crit! Fragezeichen dann ist raus. Ja, es ist wirklich der Kampf, den ich gehofft habe. Der letzte Kampf ist gegen das Team aus meiner Geschichte plus Fragezeichen, man. Seit ich gestern das hier gesehen habe, ich hatte so eine Hoffnung. Und jetzt kommt der Kampf einfach. Schade, dass die Musik an solchen Stellen nicht unbedingt so gut passt. Aber, Alter, es ist einfach der Kampf. Ich musste ja den Kampf gegen Pixelmatch nochmal machen, dabei bin ich ein bisschen anders vorgegangen, deswegen hat Fragezeichen-Man sich auch entwickelt. Und das Brutalander war kurz davor, mein ganzes fucking Team zu swipen, weil es sich mit Raserei auf Maximum geboostet hat. Lord Ecke. Oh nein, warte, die helfen! Ich helfe dich! Ich meine, aber das ist ja normal. Eigentlich hat Lord Ecke gerade nur Mörder gespielt. Das verwirrt jeden. Leo. Alter. Easy. Doch nicht easy. Und ich glaube, der Biss ist auch neu. Machst mir jetzt auch mal Schaden? Okay. Lord Ecke kriegt nicht so viel hin.
hoffe nur gerade, dass er mich so ein bisschen mal geguckt hat, was man sich vielleicht ein bisschen erschließen könnte. In meiner Geschichte, weil wenn ja, ist Latias overlevelt. Ich hoffe, ist Yabisasam als nächstes. Ich gewinne das, ich gewinne gegen das Team. Ich feier grad so, dass dieser Kampf kommt. Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass er kommt. Und jetzt ist er noch am Start. Auch wenn er jetzt nicht so schwierig wirkt. Bisasam nur auf 13? Na, 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 hast du etwa nicht meine Bonus-Episode gehört? Bisasam ist, ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, 43 oder so? Auf jeden Fall höher als 13. Okay, Latias am Start. Letzte... Nee, was laber ich? Floink fehlt noch. Sorry, Floink! Ich bleib bei Gutetsu. So viel zu overlevelt. Latias dürfte Level 37 sein, wenn man nach meiner Geschichte geht. Minimum. Aber mit Drachenwut, no problem. Wenn Latias auf 37 gewesen wäre, ja, Floink, weiß ich jetzt nicht, was der groß ausrichten will. Außer natürlich, er kommt jetzt in seiner Form an, wie er auch zum Finale der Virus Edition 2 hatte. Dann hab ich ein Problem. Tut er aber nicht. Der kommt in seiner stinknormalen Floink-Form an. Und erwartet hoffentlich nicht, irgendwas gegen Anton ziehen zu können. Und das war's. Ich bin so gut, nicht mal mein eigenes Team, nicht mal ich selber habe eine Chance gegen mich. Und damit ist es geschafft. Shinex defeated. Okay, eigentlich bin ich ja kein Entwickler, ich habe nur die Geschichte geschrieben. Anscheinend muss ich so erzählen. Nur eine Frage, Günther und alle da drüben wollten doch auch die Wahrheit wissen. Wie, wenn die alle da drüben auch die Wahrheit wissen wollten, wieso zur Hölle haben sie dann mitgekämpft? Aber ich bin trotzdem grad sau happy, dass der Kampf existiert. Ich hab das halt die ganze Zeit gehofft. Wow, du hast tatsächlich geschafft, mich zu besiegen. Vielen Dank fürs Spielen, Shinox. Ich erzähle euch genau, was passiert ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Junge. Er hatte das Spiel Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamhimmel gehabt. Er hat alle Dungeons erkundet und alle Geheimnisse gelüftet, aber irgendwann gab es nichts mehr zu erkunden. Der Junge wurde traurig und bekam Depressionen, nichts mehr schien ihn zu retten. Daraufhin erschuf er eine Fanfiction. Doch je weiter er die Fanfiction schrieb, desto eher zerstört sie. Was am wichtigsten war, die einzige Freundschaft, die er noch hatte, zu seinem nicht vorhandenen Partner. Daraufhin versuchte er alles, um seinen Partner zurückzuholen, doch es war für ihn unmöglich, egal wie oft er es auch versuchte. Bis eines Tages er sich mit was anderem beschäftigte. Mit YouTube. Mit der Macht der YouTuber konnte er genau die Barriere durchbrechen. Das war genau dort, wo Pokéfilms das Universum zerstört hatte. Doch es kam mit einem Preis durch. Die Zerstörung der Barriere wurde Missing erschaffen. Doch ich war eher froh, dass er erschaffen wurde, denn ohne ihn wäre Chillas immer noch tot. Durch Missingow konnte ich diese neue Welt erschaffen, um Chillas zu retten, aber nicht nur Chillas, sondern auch alle anderen, die nur ein ähnliches Problem hatten. Wer zum Beispiel? Zum Beispiel Jagold oder Ginji, die beiden waren auch für immer in der Pokémon-Welt anscheinend verbannt worden. Das heißt, du hast diesen ganzen Unfug gemacht, damit alle glücklich werden? Ja, das ist die Kurzfassung. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, dass ich ja einmal Fehler versucht habe, wieder... wenn, dann wäre man ja über die Fehler sauer und nicht darüber, dass man versucht, sie wieder gut zu machen. Normal wäre ich jetzt böse, aber auf dich. Das alles hier nur gemacht, damit die alle glücklich leben können. Wie kann man dir da böse sein? Leute, ihr seid die Besten. Was ist jetzt los? Mann, diesen Typen eine gute Nachtgeschichte zu erzählen, ist schwieriger als ein Pott
im Portal von GLaDOS abzahlt. Und zwar hat ihm die Jude nach Geschichte gefallen. Warum ist Batman hier? Warum ist Batman hier? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das war, diese Geschichte. So viele Sachen, die einfach keinen Sinn ergeben. Bitte nehmen Sie das nächste Mal eine einfache Geschichte, damit Sie nicht alle verscheuchen. Schließlich bin ich Batman. Außerdem ist diese Geschichte so dämlich, dass sie nur erfunden sein kann. Ich weiß das, weil ich bin Batman. Nee, die Geschichte ist wahr und ich habe eine zusätzliche Kraft. Wie bist du hier reingekommen? Die ultimative Geschichte erzähl. Hier reinkommen, chill mal, Alfred. Ich bin Spokefins. Wer? Dein Agent, um die 10 Euro von Fragezeichenman wiederzubekommen. Und hast du es bekommen? Ja, denn schließlich weiß ich, wie ich an mein Ziel komme. Bald wird es beginnen und die Meute ist gespannt. Pokémon Bad Black Full Version. Warte, willst du mir jetzt sagen, dass Pixel der magische fucking Agent von Batman war? Hallo, hier spricht wieder der Spielentwickler. Ich wollte euch noch was Wichtiges am Ende mitteilen. Und zwar, das hier ist das letzte Fangame, was ich programmiert habe. Aber seid nicht traurig, ich bin mir sicher, wie auch immer man ausspricht, arbeitet schon an einem neuen. Auf jeden Fall wollte ich auch noch ausrichten, dass in dieser Pokémon-Welt alle Menschen und Pokémon friedlich in Frieden miteinander leben. Danke, Shinux, dass du das ermöglicht hast. Und das war es anscheinend endgültig. Die Ruhmeshalle. Mit den Pokémon, die nun im Hauptspiel hier dabei waren. Das ist der Blick von Anton. Guckt so auch nach oben. Moin, Luxio, ich bin's. Willkommen in der Hall of Fame. Name Shinux. 3 Stunden Spielzeit. Pokémon Günther, The Broken Story, Gast-YouTuber, Liga der Nobs-YouTuber, Taikei, Jokobo 19, Kill Freak, ich kann das nie am Leben alles vorlesen. Essentials. Oh, Suicune, hi. Contributions von den ganzen Leuten da. Also sorry, so schnell kann ich nicht vorlesen. Und jedem anderen, der mitgeholfen hat. RPG Maker XP, womit das Spiel erstellt wurde, bei Enterbrain. Und das war's anscheinend. Na dann, ich hoffe, ich glaube, ich gehe besser dazu in einen anderen Screen über. Hi, willkommen zur letzten Rückblende von Chillast, die ich noch nachzeigen wollte. Und bevor wir damit loslegen, muss ich jetzt noch kurz ein paar Worte sagen. Ich habe bereits mein Fazit und alles aufgenommen. Das hier ist das allerletzte, was ich von dem Projekt aufnehme, auch einige Tage später. Deswegen habe ich neue Wissensstände inzwischen. Und zwar hat Fragezeichenman mir angekündigt, dass noch ein kleiner DLC gegen Anfang Oktober kommen wird. Habe ich mir erst gedacht, cool, den werde ich dann noch spielen und ein paar Folgen bringen. Bloß, vielleicht hört ihr's. Ich bin so frustriert gerade deswegen. Gerade auf dem Weg hier bei Chillast, zum allerletzten, was ich aufnehme in diesem Projekt, habe ich rausgefunden, wie ich den Sound fixen kann, sodass er nicht lauter ist als ich. Die Musik passt jetzt für diese eine Szene. Außerdem war die Musik für fast das gesamte Spiel broken und deswegen haben einige Tracks nicht richtig gespielt. Und deswegen habe ich mich entschieden, dieses Projekt wird einen neuen Rekord erhalten. Und innerhalb der ersten 3 oder 4 Monate nach seiner Veröffentlichung bereits ein Reloaded erhalten. Gegen Ende 2019 oder Anfang 2020 werde ich Pokémon Günther The Broken Story noch einmal spielen. Von vorne. Und dann inklusive dem DLC. So, das dazu.
gehen wir zur letzten Rückblende, die ich noch nachzeigen wollte. Und zwar, welche hat mir gefehlt? Muss ich ehrlich gesagt nochmal gucken. So, nochmal schön den ganzen Skype-Chat der letzten Wochen von mir und Fragezeichen-Man durchgeguckt, weil im Video habe ich aus irgendeinem Grund nur zwei gefunden. Aber ich glaube, Dingy hatte ich mir auch angeguckt. Nightmare-LP fehlt noch. Wir können jeden retten, wenn du Nightmare-LP uns hilfst. Warum sollte ich euch helfen? Weil du bist der Einzige. Okay, damit haben wir den dritten Charakter in diesem Spiel, der als einziges die Welt retten kann. Neben Günther und Shinux. Warum sollte unsere Welt in Gefahr sein? Weil jemand, den du erwecken wolltest, ist in einer Generation, die in Videospielen spielt. Und ein paar sind Pokémon-Spiele und sie wurden von einem Virus zerstört. Der Virus ist doch nur in den Spielen drin, oder? Bald wird der Virus materialisiert und könnte uns alle löschen. Deswegen musst du ihn aufhalten und jemanden aufwecken. Ich verstehe. Genji, der Rest liegt in deiner Hand. Ich meine, dass ich irgendwas im Hintergrund sehe, aber das ist nur eine Spiegelung, denke ich, wegen Sonne. Diese Welt hatte mich auch. Ja, du musst den Rest machen. Okay. Nightmare LP und Jagold erlebten alles, was in Ruby Destiny 2 passiert ist. Jetzt mal im Ernst, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, inwiefern Nightmare LP... Ist Nightmare LP der Standardname vom Main-Character? Denn Nightmare LP ist in einem Loop gefangen. Ich weiß nicht, wie ich ihn rausbekommen kann. So, wir haben den ersten Erfolg. Gleich wacht er auf. Wo bin ich hier? Irgendwo ist er aufgewacht. Was soll ich tun? Sollte ich wirklich riskieren zu retten? Warte. Ich werde da sein. So, wie geht's dir? Gut, denke ich. Ich glaube, ich sollte nach Hause gehen und mich schlafen legen. Die Simulation hat wirklich reingehauen. Unsere Produkte sind halt klasse. So machte sich Mark auf den Weg nach Hause. Mit dem Gefühl, verfolgt zu werden. Komm raus, was willst du von mir? Ich bin Genji und ich brauche deine Hilfe mit einem Computerproblem. Woher denn weißt du, dass ich mich mit Computern auskenne? Da ist dieses Labor für, aber... Hört sich logisch an, na gut, ich helfe dir. Er soll sich einfach vom ICE Trauso besiegen lassen. Wow, das hat funktioniert. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wie heißt du? Ich halt nicht dein echter Name. Okay, nenn mich Fragezeichen, man. Ja, die Rückblende war für Fragezeichen, man, sehr richtig. Anscheinend hat er gedacht, dass es noch nicht für alle so wirklich offensichtlich ist, dass Mark und Fragezeichen, man, dasselbe Pokémon bzw. derselbe Mensch sind. Auch wenn ich sagen muss, ich habe das eigentlich ziemlich direkt verstanden, also ja, dafür habe ich, obwohl ich, wie ich inzwischen weiß, es gab in Chillast Story auf dem Wegchen einen Teil, der 1:1 das gesagt hat. Trotzdem habe ich nicht kapiert, dass Hansa eigentlich Darkrai ist. 5000 IQ! So, viel Spaß mit meinem Fazit. Und bis zum Reloaded vielleicht. Und vielleicht zur Virus-Edition. Teil 3 läuft im Moment. So, jetzt mal ganz entspannt am Start, ohne Musik. Ich habe einfach nur das Bild geöffnet, das ich noch eingespeichert hatte. Das Profilbild ist ja das Einzige, was ich selbst gemacht habe. Aber wir brauchen noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Das Bild gerade könnt ihr ignorieren. Also, das war meine Musikauswahl. Ich habe nach einem Track gesucht. Okay, und jetzt sind wir hier beim endgültigen Fazit über Pokémon Günther The Broken Story.
Und zwar, das Ganze könnte ein bisschen dauern, deswegen bin ich froh, dass die Credits so kurz waren, dass ich eine gute Ausrede habe, es hinten dran zu packen. Also es wird noch, ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade schon gesehen habt oder ob das kommt nach dem hier vermutlich. Nochmal die letzte Rückblende aus Chillasts Story. So, fangen wir mal von vorne an. Erstens möchte ich mich mal entschuldigen, vor allem bei Fragezeichen Man. Denn wie ich mitbekommen habe, kam es wirklich sehr oft so rüber, als würde ich das Spiel wirklich sehr scheiße finden und als wäre wirklich alles irgendwie schlecht. Das stimmt absolut gar nicht. Das Spiel war eigentlich genau das Gegenteil. Es hatte seine Macken, das ist klar. Es war jetzt nicht perfekt, aber ich glaube ehrlich gesagt, ohne diese Fehler wäre es eine ganze Ecke langweiliger gewesen. Das Spiel hat mich ja auch wirklich gepackt. Ihr merkt das vielleicht nicht so, weil ich mit den Uploads sehr limitiert war. Aber abgesehen von dieser letzten Folge habe ich... dieser letzten und der vorletzten Folge habe ich alle anderen 14 waren es, glaube ich, Folgen innerhalb von 15 oder 16 Tagen aufgenommen. Und da muss man jetzt mal bedenken, ich kann immer nur eine Folge am Tag zeitlich aufnehmen. Das ganze Spiel hat mich einfach gepackt. Ich habe es richtig hart durchgerusht. Und es hat auch Spaß gemacht. Es gab natürlich auch Punkte, an denen ich sehr salty bin. Für die, die mich kennen, die wissen aber, das passiert bei mir sehr leicht, weil mein Frustpotenzial nicht unbedingt das höchste ist. Die Storys. Es waren, wenn ich jetzt eine falsche Zahl sage, blamier ich mich. 6 verschiedene Storys. Teilweise kleiner, teilweise weniger klein. Alle auf den ersten Blick sehr eigenständig. Aber am Ende in der Hauptstory kam vieles aus den anderen 5 zusammen. Ich würde sagen, ich gehe mal die Storys kurz einzeln durch. Wir machen einfach die Reihenfolge, in der ich sie gespielt habe. Günthers Story. Natürlich, das muss ich vorher noch erwähnen, natürlich fällt es mir schwer, manche Sachen richtig zu bewerten. Die Sache an diesem Spiel ist eben, es sind so viele Anspielungen an alles Mögliche, lauter verschiedene Mystery Dungeon Teams, verschiedenste YouTuber und alles eingebaut. Und ich kenne eben nicht alles davon, deswegen verstehe ich manche Sachen nicht. Aber in Günthers Story habe ich alles verstanden, was eben daran liegt. Da kannte ich alle Insider. Es ist nun mal meine Geschichte, auf die dort aufgebaut war. Ja, Günthers Story. Hatte ich das Gefühl, zwar die kürzeste aller Stories, aber ich fand das wirklich einen sehr interessanten Ansatz, wirklich in die Story mit einzubauen, dass das Ganze nur eine Geschichte ist, die ich selber geschrieben habe. Das fand ich schon echt cool. Hat die Story auch ein bisschen abgerundet, muss ich sagen. War halt ein kleiner Stimmungsdämpfer, das ist aber auch nicht die Schuld von Fragezeichen Man oder so, dass bis kurz vor Ende die Musik regelmäßig nicht geklappt hat, wie sie sollte. Einen Moment, ich brauche einen kurzen Cut. Ich muss mal die Musik auf Dauerschleife stellen und da hätte man nur wieder meine Musiken gesehen. So, bei Günthers Story war ich gerade. Es war relativ kurz, das mit der Musik war ein Problem, das gab's manchmal, war aber nicht Fragezeichen-Mans Schuld. Günthers Story hatte wirklich... Also, ich glaube auch, mein absolutes Lieblingszitat aus dem ganzen Spiel war direkt in der ersten Folge. Ganz klassisch, kommt, lasst uns Floyd eine Klippe runterwerfen, damit er Prüfungen bestehen kann. Dann ist auf einmal Sans aufgetaucht. Man hat, glaube ich, in diesen Folgen auch gesehen, ich war die ganze Zeit komplett Bruder muss los, was geschieht hier? Ich bin komplett abgegangen, aber nicht nur da, im gesamten Spiel. Ich glaube, meine Reaktionen sind teilweise schon ziemlich legendär gewesen. Manchmal, ich habe das Gefühl, ich krieg gar nicht selber so wirklich mit, wie ich das hier aufnehme. Mein Bruder guckt jedes Mal, wenn ich die Folgen hochlade, die abends sich an,
während wir eigentlich was anderes auf YouTube gucken, weil er sagt, er hat nicht genug Zeit. Und, Alter, wenn ich mir so selber zuhöre, alle zwei Minuten übersteuert auf einmal beim Handy meines Bruders so auf einmal irgendwas komplett, weil ich so rumschrei wie ein dummer Vollidiot. Ja, Günther Story insgesamt vermutlich tatsächlich mein Favorit, da ich mich eben am besten, da ich dort wirklich alles verstanden habe, da ich sie am besten eben verstehen konnte. Dann Pixelmatch Story. Oder? Warte, habe ich. Nee, Cellast Story war vorher. Cellast Story, sorry. Das reimt sich! Also, Cellast Story hatte auch einen sehr interessanten Ansatz. Es hat ja wirklich auf Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel aufgebaut und am Ende angesetzt. Mit Darkrai als Antagonisten. So. Teilweise war es auch hier etwas verwirrend. Ich fand es aber auch cool, dass man zum Beispiel bei Cellast Orte besucht hat, die man später entweder bei Pixelmatch, der Gerichtssaal, oder die Route bei Fragezeichen Man Story wiedergesehen hat. Gut. Dann das nächste über Cellast. War eben auch relativ kurz. Alle Nebenstories waren ziemlich kurz, die meisten habe ich ja auch in einer Folge oder so durchbekommen. Ja. Cellast Story fand ich insgesamt aber auch sehr stabil, muss ich sagen. War das nicht sogar die Story, bei der am Ende Don't Ever Forget gespielt hat, dass ich dann übel in Verbindung mit diesem Bild hier abgefeiert habe? Oder das war Fragezeichen, nein, ich weiß nicht mehr. Ich glaube aber Cellast. Dann als drittes gespielt. Nee, warte, hatte ich Pixelmatch nicht fortschnell? Scheißegal gerade, ehrlich gesagt. Also, Pixelmatch Story. Es war wirklich sehr interessant. Es war wirklich eine Art Boss Rush. Man ist in verschiedene Welten gereist, hat verschiedenste Gegner bekämpft. Mit seinem Sora aus Kingdom Hearts, das ist mir bewusst. Und hat wirklich verschiedenste YouTuber hintereinander, manchmal auch ein Waluigi oder sowas, besiegt. Die Pokémon der Gegner waren wirklich sehr interessant teilweise. Zum Beispiel Majora ist immer noch einer meiner Favoriten vom Design her. Und dann gab's Baum Level 1. ja. Pixelmatch Story gefühlt so ziemlich vielleicht die zweitlängste der Nebenstories. Und auch sehr cool, vielleicht so meine drittliebste insgesamt, wobei Cellast auf Platz 4 landen würde, denke ich. Fragezeichen Man Story fand ich persönlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Es war teilweise ein bisschen wild, die Story war auch relativ lang. Der Teil mit der Gerichtsverhandlung hat mich halt komplett geistig. Da ist es dann komplett durchgedreht. Dann gab's natürlich noch den tollen Poké-Center-Song. Yay! Und ja. Und am Ende eben das Treffen auf Hansa und realisieren, dass Cellast tot ist, wie man bereits aus seiner eigenen Story wusste. Nee, warte, das war doch ein Fragezeichen Man's Story, oder nicht? Mit dem Don't Ever Forget. Ach, scheißen wir drauf, jetzt mal im Ernst. The Lost Worlds. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Fragezeichen hat auch selber gesagt. Das war die letzte Nebenstory oder Story überhaupt, weiß ich gar nicht mehr, die er programmiert hat. Für mich die schlechteste der Stories. Liegt auch daran, dass sie großteils auf Fangames und ähnlichem aufbaut, die ich nicht kenne. Aber es war nun mal wirklich sehr durcheinander. Ich habe die meisten Sachen schon gar nicht mehr im Kopf, weil sie mich zu sehr verwirrt haben, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich hier gar nicht so groß was zu sagen. Vor allem das Ende der Story verstehe ich nicht so ganz. Man hatte da ja nur ein Blackscreen und Text. War das dann die Stelle der Hauptstory, bei der alle Pokémon versammelt waren und Lifelight gespielt hat?
Fragezeichen, man, vielleicht kannst du uns ja aufklären in den Kommentaren. Wenn du überhaupt bis hierhin geguckt hast, die Folge hat eine fucking Überlänge. Vielleicht teile ich sogar nochmal in zwei Folgen, wenn ja, seht ihr das ja. Vermutlich sogar. Dann kommen wir zum größten Teil. Die Hauptstory, die jetzt ja auch nochmal einiges gefressen hat. An Parts gesehen, über das halbe Projekt. Und es war nun mal die Hauptstory. Silberdorf, vermutlich mein Lieblingsort im ganzen Spiel. Es war einfach so cool. Überall diese Pokémon, das Dorf, das ich erfunden habe, mit lauter Pokémon, Anspielung an alles Mögliche. Lauter YouTuber, Hydropie und Latios, die gar nicht wussten, dass sie in der Geschichte vorhanden sind. Ich habe übrigens mit Fragezeichen Man nochmal bezüglich des einen Themas geredet, dass Lord Ecker als Mensch bezeichnet wurde in den Credits. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das wirklich, um eben die Zeitlinie ein bisschen gerade zu drehen. Es ist nicht 1:1 meine Geschichte, weil dann würde die Zeitlinie keinen Sinn ergeben, weil sie, da Fragezeichen Man in der Menschenwelt ist, nach meiner Geschichte spielen würde. Aber Günthers Ankunft ist ja auch gerade erst bei Scheinungs Ankunft, was hieß, es würde gleichzeitig in und nach der Geschichte spielen. Außer natürlich, man verändert die Geschichte und es ist nicht mehr dieselbe. So, die Hauptstory hatte halt vor allem, war anfangs für mich halt sehr überschattet davon, dass es nicht so gut ausgeschildert war, wo man lang musste. Und das hat mich leider wirklich Stunden gekostet, muss ich sagen. Es hat so ewig gedauert, bis ich den Weg gefunden habe, teilweise. Das Dilemma mit dem ersten Dungeon und mit dem Schild. Ansonsten war die Hauptstory aber echt cool. Sinister Forest, weiß ich ja auch, hast du wirklich hauptsächlich eingebaut, weil du weißt, wie sehr ich den Dungeon hasse, Fragezeichen, man. Aber vor allem mit der Musik und mit diesen Boxen war es wirklich ziemlich angenehm zu spielen. Die Story ist ein bisschen arg durchgedreht danach. Mit Jagold, dann in der Menschenwelt, der Dialog mit Fragezeichen Man und Genji. Die Rückkehr von Chelast, die Bosskämpfe, die dann kamen. Dann die eine Folge, in der wirklich nichts als Dialog kam, die heute online geht für euch, während ich das aufnehme, lel. Die Folge war wirklich sehr interessant. War halt da auch ein bisschen schade, dass ich da erst rausgefunden habe, was mit der Musik broken war. Und deswegen musste ich das nochmal irgendwie die 13 Minuten hatte ich schon und dann musste ich nochmal aufnehmen. Und es fehlt jetzt eine winzige Szene. Die ganzen glitch-legendären Pokémon, die ganzen Teams, die zur Hilfe geeilt sind. Es war wirklich sehr interessant. Dann, dass anscheinend sogar die dunkle Materie Missing No bekämpfen wollte. Was dann aber nicht gut geklappt hat, weil Missing No alle mit einem Schlag umgebracht hat, außer Shinux. Die darauffolgenden Szenen habe ich bis zum Missing No-Kampf nicht ganz verstanden. Auf einmal ist dann doch noch die dunkle Macht aufgetaucht, die Missing No besessen hat. Die dunkle Macht, auch ein Charakter, den ich nicht so oft gesehen hatte. Wie gesagt, gesehen hat man sie überhaupt nicht. Kam halt wirklich sehr wenig vor in der Story. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, warum Fragezeichen Man sagt, als ich gefragt habe, ich soll Nick Cross mal hier mit aufs Titelbild packen. Der hat, glaube ich, zwei namentliche Erwähnungen bekommt. Der hat zwei namentliche Erwähnungen bekommt. Und in einer davon hieß es, er wurde von Missing No absorbiert und hat dabei ganz böse gelacht. Ja. Danach war halt, das war halt die Sache an der Hauptstory. Man denkt, es ist rum. Nee, hau mal noch mal Franz rein. Vielleicht ist es ja jetzt rum. Nee, komm, Ash. Okay, jetzt muss es ja rum sein. Halt, dir fehlt noch eine Pokémon-Liga. Okay, jetzt ist die Liga rum. Oh, warte. Seit wann ist denn Hansa Darkrai? Wurde das irgendwann schon mal gesagt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das einfach verpasst habe oder was genau da los war, aber YOLO. Dann nach der Pokémon-Liga.
Endlich ist es geschafft. Oh nee, warte. Da fehlt ja noch ein Kampf. Aber auf diesen Kampf habe ich sowieso die ganze Zeit gewartet. Der Kampf gegen die ersten 5 Pokémon von links hier in der unteren Reihe. Plus eben Latias oben links. Ich habe so gehofft, dass dieser Kampf kommt. Und dann war es der letzte Kampf, der je gekommen ist. Ein paar allgemeine Sachen jetzt noch. Ich weiß nicht, wie lange das Programmieren wirklich gedauert hat. Was ich weiß, eine Ewigkeit. Und auch wenn es nicht perfekt ist, man konnte manche Bosse skippen. Das kann man sowohl positiv als auch negativ sehen. Wenn jemand nicht so gut ist und wirklich bei einem Boss nicht weiterkommt, kann man manchmal einfach vorbeigehen und hat sozusagen diesen einen Joker. Nur, dass es manchmal aus Versehen passiert, kann halt ein bisschen komisch sein. Und die legendären Szenen in Pixelmatch Stream, als er den Nachtara-Kampf, der bei mir gar nicht kam, 6-mal bekämpfen musste. Oh, der Arme. Ja. So. Das war es dann wahrscheinlich hier so ziemlich mit dieser Bewertung. Fragezeichen, nein, auf jeden Fall ein riesen Dankeschön, dass du dieses Spiel programmiert hast. Es war sehr cool, hatte seine Macken, hat aber insgesamt einen riesen Spaß gemacht. So, ich hoffe, wir sehen uns bei anderen Projekten wieder. Ich hoffe auch, ich habe jetzt nicht vergessen, irgendetwas zu erwähnen. Ich weiß immer noch nicht, was Pokéfins jetzt für eine Verbindung mit Batman hat und warum seine 10 Euro ihm so wichtig sind. Aber das ist mir auch relativ scheißegal. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Projekt, hoffentlich in der Walross-Edition, wieder. Bis irgendwann. Danke an alle Zuschauer. Danke an Fragezeichenman. An alle, die auch in diesem Spiel verpackt sind. Und ciao.